Wir schauen uns an, was die Vitalstoffmedizin zu bieten hat bei Sportverletzungen. Sportverletzungen sind häufig, das gehört zum Sport, daher kommt der Ausdruck Sport ist Mord. Man kann aber mit einer guten Vorsorge einige Verletzungen verhindern, aber wir können nicht verhindern, dass sie passieren. Man kann sie reduzieren, aber nicht ganz verhindern. Also wenn du verletzt bist, dann brauchst du den Sportarzt, der dich wieder zusammenfliegt. Aber man kann diese Heilungsprozesse mit Vitalstoffen etwas beschleunigen. Nicht sehr viel, das muss man ehrlich sagen, aber man kann es unterstützen. Und dazu gehören natürliche Stoffe wie Coenzym Q10, das die Energie verbessert. Dann zum Beispiel Cayennepfeffer, das hat eine Wirkung, die Blutgefäße werden erweitert und je besser ein verletztes Gebiet durchblutet ist, umso schneller kann es heilen. Dann brauchen wir Antioxidantien und etwas, das einfach auch sehr breit wieder Mikronährstoffe enthält. Ich empfehle hier Aronia-Extrakt. Wenn es schmerzt, was ja normal ist, dann kann man auf die verletzte Stelle, zum Beispiel ein verstauchter Fuß, kann man Capsaicin-Gel, das Capsaicin ist der Wirkstoff aus dem Cayennepfeffer, man kann sehen, wie die Haut gerötet wird und so eben die ganze verletzte Stelle nachhaltig verbessert durchblutet wird mit einem Gel, der Capsaicin enthält, oder mit CBD-haltigem Gel. CBD ist aus der Cannabispflanze. Einfach einreiben, da hast du eine schnelle Schmerzwirkung, nur eine leichte Heilwirkung, aber die Schmerzen sind geringer und das ist schon viel. Und wenn man zu starke Schmerzen hat, dann hilft auch ein Inneres, also Kapseln aus CBD oder Tropfen, weil CBD auch ein super Schmerzmittel ist. Und wenn du mehr wissen möchtest, da unten findest du einen Link, dort kannst du ein Therapieschema herunterladen, wo du auch alle Details und Dosierungen findest.